Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Echo. Er gehört der Rolle der Assassinen an und man spielt ihn im Jungle. Seine Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist er nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den er verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch seine Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt er eine moderat Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass er am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Z-Antrieb Resonanz. Jeder dritte Angriff oder jede dritte schadensverursachende Fähigkeit auf dasselbe Ziel verursacht zusätzlichen magischen Schaden und gewährt Echo einen Temposchub, wenn das Ziel ein Champion ist. Bei der Q wirft Echo eine Zeitgranate, die sich zu einem Zeitverzerrungsfeld ausweitet. Wenn sie einen gegnerischen Champion trifft, verlangsamt sie diesen und jeder, der von diesem Feld getroffen wird, erleidet erstmal Schaden. Nach einer kurzen Verzögerung kehrt die Granate zu Echo zurück, wobei sie auf dem Rückweg erneut Schaden verursacht. Kommen wir zur W. Echos normale Angriffe fügen Gegner mit wenig Leben zusätzlichen magischen Schaden zu. Echo kann die W auch aktivieren, um die Zeitlinie aufzubrechen und nach ein paar Sekunden eine Anomalie zu erschaffen, die Gegner, die in ihr gefangen sind, verlangsamt. Betritt Echo die Anomalie, erhält er ein Schild und betäubt alle Gegner, die sich zu dem Zeitpunkt des Betretens von Echo in diesem Feld befinden. Die E ist sein Phasensprung. Echo führt eine Ausweichrolle aus, während er seinen Z-Antrieb auflädt. Sein nächster Angriff verursacht zusätzlichen Schaden und verzerrt die Realität, wodurch er zu seinem Ziel teleportiert wird. Zum Schluss zur Ultimate. Echo zerbricht seine Zeitlinie, wodurch er nicht ins Ziel genommen werden kann und sich an einen günstigeren Augenblick in der Zeit zurückversetzt. Er kehrt dann an die Stelle zurück, wo er vor einigen Sekunden gewesen ist und heilt sich in Höhe eines Prozentsatzes des während dieser Dauer erlittenen Schadens. Gegner, die sich in der Nähe seines Ankunftsorts befinden, erleiden massiven Schaden. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.